Kann man ohnmächtig werden beim Fahren? Mein Guess ist, du pisst dir in die Hose. Mein Fahrrad chillt 3 Minuten vor der Fahrt und telefoniert. Boah, Digga, das geht mir echt mit die Pumpe, Mann. Ja, Leute, was geht? Wir sind zurück beim Red Bull Ring in Österreich. Denn Red Bull hat gesagt, ja, wir haben da so eine kleine Experience für dich. Wir haben so ein Auto, mit dem du fahren kannst. Ich habe gesagt, ja, ich habe Bock drauf. Das Problem ist nur, das Auto ist ein Formel-1-Auto. Das ist ein Ex-Formel-1-Auto. Und ich sitze dort drin und bretter dann mit 300 km/h da über die Strecke. Und dann kommt eine 90-Grad-Linkskurve. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktionieren soll. Das Auto sieht geil aus. Vielen Dank an Red Bull für die Einladung und Friede. Hola. Hola, chico. Está bien. En la Formula One. Ja, das hätte ich auch gesagt. Unser Fahrer, by the way, ist der Ex-Formel-1-Fahrer. Der Schweiz. Sebastian Sepp. Absolute Volllegende. Wir saßen gestern schon mit ihm im Shuttle vom Flughafen. Und wir haben uns mega gut mit ihm unterhalten. Gesprächsthema Paddle-Tennis. Paddle-Tennis? Bisschen Paddle-Tennis dann hinten raus auch. Das Beste ist, Sepp spielt kein Paddle-Tennis. Da kommen wir. Und dann sind wir eigentlich auch schon dort vorne. Also wir sind eigentlich dort. Das Problem ist, es fehlen so 100.000 besoffene Holländer. Aber Paul ist ja dabei, von dem her ist das alles in Ordnung. Machen wir ganz kurz die Augen zu. Ich zeig dir den Zaubertrick. No joke, Red Bull, vielen Dank. Wir dürfen mit einem Formel-1-Auto auf einer Formel-1-Strecke fahren. Ich glaube, das ist sehr, sehr selten. Es ist sehr, sehr krass. Wir haben Sebastian bei der Fahrt gefragt, was kann passieren, wenn man fährt? Kann man in Ohnmacht fallen? Und er meinte so, ja, ja. Yeah. Can happen. Ich werde einfach ohnmächtig auf dieser Strecke fahren. Das ist mein Ziel heute. Das will ich heute erreichen. Ich wünsche dir alles Gute dafür. Jetzt mal ganz ernsthaft, denkst du, du wirst ohnmächtig? Nee, ich glaube nicht. Ich bin hart im Nehmen. Ich habe schon viel gemacht, schon viel krasse Sachen. Ich habe schon viel gemacht. Zum Beispiel bin ich letztens... Hab ich getroffen? Nee, zum Glück nicht. Wenn man trifft, musst du immer sagen, jo, schon okay. Ich habe echt, wie ihr merkt, krasse Sachen gemacht. Es ist ganz wichtig, wenn man richtig viele Gehkräfte hat, dass man einfach mit dem Körper so anspannt. Spann mal an. Oh shit, ja, Mann, ich spüre gar nichts mehr. Vielen Dank, Bro, jetzt bin ich ready. Boah. Da ist die Butze. Mit der fahren wir. Ich glaube, die haben ein Formel-1-Auto genommen, ich würde es mal so schätzen, 2012, 13, 14. Und haben es einfach so angemalt, wie das Formel-1-Auto von diesem Jahr aussieht. Das heißt, man denkt, man fährt in einem Ultra-Neuen, fährt aber in einem alten, was noch einen lauteren Motor hat, weil heute dürfen die nicht mehr so laut sein. Und deshalb ist es eine sogenannte Win-Win-Situation. Aber die sind schneller von früher, weil die mehr PS hatten. 300 PS. Ohne Mobil geht man sehr viel. Das ist das gute Mobil. From which year is this car? You know it? I don't know exactly, I think it's a Tyrrell from 98. 98, so it's louder and faster. It's definitely louder. Okay. What are your feelings about the car? Are we gonna survive or? Yes, you will. Okay. No, it's got a V10 engine, so it's gonna sound nice. How much horsepower? I don't know, I need to ask. 800 maybe? You're gonna give some extra push when you drive us. Yes, so the goal is that he goes unconscious. That's my goal. How high are the chances to get unconscious? No, you're a young man. Gonna be fine. Okay, but we have to say you never drove this car. No, it's the first time. Yes, first time. So it's good. Er ist noch nie gefahren. Ich glaube, es läuft. Formel 1 ist ein Sport, der sehr, sehr gefährlich ist. Deshalb ist Vorbereitung das A und O. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich an den sogenannten Rennsimulator setzt. Ich fahre im Kies rum. Ich muss mich vorbereiten auf diese Strecke. Das ist sehr, sehr wichtig. Vom Ding her weiß ich so ungefähr, wo es lang geht. Das wird schon passen. Die Autos sind sich am Einwärmen, der kommt jetzt dann bald hier. He's the first one who rides it. He's really scared. Yeah, I'm excited. Das ist so laut, man denkt, der fährt vorbei, aber der kommt da. So klein, da sind aber wir, da sitzen wir. Wir messen jetzt den Blutdruck, mal gucken, was er sagt. Mal gucken, wer besser ist. Ansonsten darf ich nicht mitfahren. Ja, oh. Kann man nicht. Ich hoffe wirklich, dass der nicht gut ist, mein Blutdruck. Kann man ohnmächtig werden beim Fahren? Ja. Das ist aber mein Ziel. Also wenn du durch den Test jetzt durchfällst, dann... Ich bin vorher beim Messen aufgestanden und ich hatte ein bisschen schwarz. Ja, du musst mehr Kuchen essen. Ja, ich muss mehr Zucker essen wahrscheinlich. Kannst du dem auch einen Stromschlag geben? Kein Take. Da wird jetzt irgendwas gepiept. Willst du ansehen, du wirst da piepen. Shit, Mann. Ja. Bin ich gesund? Die Werte sehen gar nicht gut aus, mein Freund. Ja, wir haben jetzt hier ein Problem. Das Gerät hat gemessen, dass Paul einen deutlich zu niedrigen IQ hat für dieses Rennen. Du darfst leider nicht mitfahren, aber alles easy. Ich bin zwar blöd, du aber hast dafür... gesagt, du darfst hier diesen Truck fahren. Aber damit bin ich immer noch schneller als du im Simulator.
glaube, in der dritten Kurve links, wenn wir das DRS durch zwei geteilt haben, müssen wir die Bremsung angeben. Weißt du? Weil wichtig ist ja, hier sieht man ja ganz klar, dass es einfach nicht gut war. Die physioergonomische Lastenschwierigkeit bei Flutschfunschenfinger, die ist wichtig. Und wenn du vom Gas gehst, mit dem Zwischengas die Bremse über den Außenspiegel vorbeiziehst und dann in den Rückspiegel guckst, um nach hinten dich zu lehnen und die Ohren anwinkelst, dann ist genau das möglich. Ich würde noch ein bisschen weiter links. Aber die Flutschmuschel muss sitzen. Es ist tatsächlich die sogenannte Rack Position versus Time. Aber wir haben es. Wir haben jetzt so Daten gelegt, die so ultra wichtig sind für Red Bull. Egal. Oh, jetzt höre ich gleich nichts mehr. Aber ich glaube, die Dinger sind extrem wichtig. Alles kein Problem für mich. Ich muss mich jetzt genauso cool daneben stellen. Thank you. I need to get ready. Mittagessen ist vorbei, es geht los. Frege ist gerade gefahren und wenn Frege sagt, yo, das ist wirklich krass, dann ist es meistens wirklich krass und ich bin echt schon ein bisschen nervös. Ich kann dir eine Sache sagen, das ist wirklich ultra krass und ultra scary. Du wirst da gleich drin sitzen, dann wirst du dich an meine Worte hier in dieser Umkleide, wirst du dich erinnern und dir denken, ja, Frege hatte recht, weil das ist abgefahren. Mein Guess ist, du pisst dir in die Hose. Ist auch geil, dass es 35 Grad draußen hat, dann ist es nicht so schlimm mit langer Unterwäsche rumzustehen und im ganzen Anzug. Die Hitze ist gleich dein kleinstes Problem. Wirklich so. Junge, du siehst auch wirklich aus wie so ein Rennfahrer aus den 80ern. Mit dem Schnuggi. Ich sag dir, so Typen wie du, die sind früher echt Formel 1 gefahren. Perfekt. Passt? Ja. Okay, wir gehen rein. Hier ist so ruhig hier drin. Und dann gehst du da raus und hörst du diese V9, 10, 11 Motoren. Die sind alle krass. Boah, Digga, das gibt mir echt gute Punkte. Aber das ist ja das Schöne an solchen Events. Was wäre es, wenn man kein Adrenalin hätte? An dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an Red Bull für die Einladung und die Möglichkeit. Ich gehe jetzt rein. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nervös. Aber gehört auch irgendwie dazu. Ich freue mich sehr. Wir sehen uns. Du wirst es schon machen. Genieß es. Ja, ich genieße es. Ja. Digga, ist das krass. Das ist echt krass, Mann. Holy shit. Es ist insane, was wir erleben dürfen alles. Man denkt sich ja, man muss sich gut vorbereiten auf diese Fahrt. Vor allem der Fahrer, weil das ist ein Formel-1-Auto. Aber mein Fahrer chillt 3 Minuten vor der Fahrt und telefoniert. Und vorher hat er noch Olympia geguckt. Deshalb habe ich ein gutes Feeling. Hey Adi, ich wünsche dir viel Spaß. Genieß es. Und du wirst merken, es ist ultra krass. Es ist abgefahren. Du machst das schon. Ja, genieß es. Hey, ganz kurz, einmal muss ich zeigen, die Bremsen sind am Rauchen. Hier wird alles fertig gemacht und jetzt muss Adi sich langsam bereit machen. Und dann geht's gleich mit Sebastian, dem großen Meister, ins Auto. Adi, hast du Angst? Schon ein bisschen. Ihr seht cool aus. Ja, mit dem Schnäuzbart, der da noch rausguckt, ist 10 von 10. So Leute, Adi ist schon auf der letzten Runde, das geht so schnell alles. Ich höre noch, wie sie Vollgas geben, aber er müsste gleich hier in die Boxengasse kommen. Und dann hat er es geschafft und ich bin so gespannt, was er sagt. Es ist der Wahnsinn. Ich will den ganzen Tag nur noch Formel 1 Auto fahren. Wie abgefahren ist das? Das ist wie Tesla fahren. Nee, Mann, das ist nicht wie Tesla fahren. Ich hab Sport gemacht für heute. Digga, kommst nicht fassen. Geil, Digga. Wie krass war das? Lass kurz nach hinten gehen, was du willst. Sehr geil. Hopschieds. Jo, Adi, ist alles okay? Digga, ey, no joke, du bist ja zuerst gefahren. Du hast mir richtig Angst gemacht und ich war dann so, boah, ey, das wird echt krass. Ich bin ja schon Segelflieger geflogen, ultra viele Achterbahnen gefahren, 2-mal aus dem Flugzeug gesprungen. Aber das, ich würde sagen, das war das krasseste Weg. Ich finde es hier so, das Ganze drumherum. Du setzt dich in dieses Auto, die schnallen dich an. Du nimmst einen Sitz von der Achterbahn und dann machst du den doppelt so satt, wie diese Sitze sind. Also die schnallen dich in dieses Auto rein. Wie nichts anderes, dann bist du dort komplett drin und du weißt, jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr. Dann sagt er, ja, wir machen noch Fuel rein, alle machen irgendwas, viele Leute stehen und so dieses Setting, dieser Motor, der laut ist. Ich finde das Krasseste ist, wenn du rausfährst aus der Box, weil du weißt gar nicht, was dich jetzt erwartet. Und dann gibt er das erste Mal Gas und bremst das erste Mal und dann denkst du, holy shit, ist das crazy. Und ich habe gewunken auf der Lange. Hast du gesehen? Nee, echt? Ja, ich habe gewunken, ja. War ultra geil. Red Bull, vielen Dank für die Einladung. Das ist einfach crazy, dass man solche Sachen machen kann, weil ich habe mir sagen lassen, dass es echt selten ist, dass du da mitfahren darfst. Die machen das echt nicht. Ich hoffe, die Autos sind extra von England eingeflogen worden. Deshalb sehr, sehr geil. Ich habe Sport gemacht für heute. Also ich habe das Gefühl, ich habe gerade 2000 Kalorien verbrannt. War geil, ultra geil.
Ich hatte echt Bock daran. Ja. Wirklich. Ich hatte ultra Bock, Digga. Aber fandst du nicht scary? Ich muss ehrlicherweise sagen, ein bisschen weniger scary als erwartet, weil alle haben gesagt, bei den Kurven, der bremst zu spät. Aber ich fand, es war relativ ähnlich zu den Bremsdingern, die es beim Simulator angezeigt hat, von den Bremsstellen. Weißt du, wie ja, ich meine? Ja, ja. Also der ist jetzt nicht ultra weit in die Kurve reingefahren. Aber das Krasse fand ich einfach immer, ich wusste, er bremst und dann spannst du dich so an mit dem ganzen Körper. Genau. Und dann macht der Kopf aber immer so, wie so ein Eimer.